Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, wir führen diese Debatte heute in einer Zeit, in der, und das kann man und muss man so deutlich sagen, das Vertrauen in die Automobilindustrie, im Übrigen nicht nur in die deutsche, sondern auch in die aus anderen Ländern, merkbar untergraben und angeknackst ist, und dass die Verantwortung dafür trägt, und auch da muss man nicht herumreden, die Automobilindustrie selber. Und deswegen, ich stelle jetzt keine großen Vermutungen an, aber ich glaube, dass man den Redebeitrag des letzten Redners der AfD gerade auch in der Automobilindustrie mit einigem Kopfschütteln verfolgt haben wird, weil er eben genau das Gegenteil von richtig ist. Und ich habe mir eine kurze Sequenz aus der gestrigen Beratung angeschaut, dachte erst, meine Güte, was passiert da in so einem Dialog zwischen dem Kollegen und dem Kollegen Hofreiter? Und ich muss sagen, das kommt selten genug vor, dass der Kollege Hofreiter mit der Empfehlung, einfach mal in die Zeitung zu gucken, wahrscheinlich so richtig falsch nicht gelegen hat. Meine Damen und Herren, aber das war nicht die einzige bemerkenswerte Situation, sondern auch, ich will mal auf den meinen Lieblingskollegen Krischer zu sprechen kommen. Also, zum einen, er zitiert hier umfangreich die WHO. Und ehrlich gesagt, das war doch noch in weiten Teilen fehlgehend. Woran denkt man bei WHO im Moment? Also ich denke da in erster Linie daran, dass das doch die Organisation ist, auf die sich da beziehen, die auf die grandiose Idee gekommen ist, noch vor wenigen Monaten den großen Humanisten Robert Mugabe zum Sonderbotschafter ernennen zu wollen. Das hat nicht so lange gehalten. Das war nach 5 Tagen, war der Spuk vorbei. Aber deswegen muss man so ein bisschen die Quellen, auf die man sich bezieht, checken. Und meine Damen und Herren, die von Ihnen herangeredeten Tausenden von Toten, ehrlich gesagt, absoluter Humbug. Sie finden keinen ernsthaften Mathematiker, der die Berechnungsmethode stützt. Und, meine Damen und Herren, es gibt zwei Welten, die wir hier heute kennengelernt haben. Es gibt einmal den Parallelkosmos des Oliver Krischer und seiner Freunde. Darin passiert eins, die Stickoxid-Toten steigen dramatisch an in den letzten Jahren. Und dann gibt es das wirkliche Leben. Dafür interessiert sich der Kollege Krischer bedauerlicherweise nicht. Da haben wir nämlich Folgendes. Wir haben dramatisch rückgehende Schadstoffbelastungen in der Luft. Wir haben beispielsweise, um es konkret zu machen, die ganz bemerkenswerte Situation, dass wir eine Lebenserwartung in Stuttgart haben, im hochbelasteten Stuttgart, die signifikant über der Lebenserwartung im beschaulichen Kurort Baden-Baden liegt. Nanu, wie passt denn das zusammen? Und meine Damen und Herren, noch mal zu den stark sinkenden Emissionssituationen. 519 Messstellen bundesweit, 87 davon im Übrigen nur an derselben Stelle wie im Jahre 2006. Merkwürdigerweise werden immer die Messstationen entnommen, verstellt, die einen besonders starken Rückgang der Schadstoffe aufweisen. Und man nennt das eben auch erschlichende Signifikanzen. Aber selbst diese 87 verbliebenen ortsfesten Messstationen zeigen den dramatischen Rückgang. Wir machen es mal konkret. Stuttgart-Neckartor, häufig diskutiert. Überschreitungsstunden des Stundenmittelwertes im Jahr 2006 853. Erlaubt waren damals 175. Überschreitungsstunden des Stundenmittelwertes von Stickoxiden im Jahr 2017 3. Man dürfte dieses Problem annähernd insofern als gelöst betrachten. Und damit wir es noch mal aktuell halten, wir gucken mal auf die Messergebnisse von gestern. Stuttgart-Neckartor, gestartet 2006 mit einem Durchschnittswert von 121 Mikrogramm, lag gestern bei 65. Im Übrigen hat dann gestern München-Landsberger Allee überholt. Da wurden 63 Mikrogramm gemessen. Meine Damen und Herren, das ist natürlich noch deutlich zu hoch, aber es zeigt die Bewegungsrichtung. Und es zeigt, das passiert nicht von ungefähr. Euro 6D Temp ist erwähnt worden. Und insofern sehen wir, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Ich will jetzt nicht über die Sinnhaftigkeit von Grenzwerten sprechen, wobei man muss das schon in etwa einordnen. Nur eines steht auch fest. Fahrverbote sind in der vermuteten Auswirkung stark überschätzt, sind unsozial und wirtschaftsfeindlich. Und Kollegin Vorrednerin hat eben darauf abgehoben, wir gucken mal nach Hamburg. Welche groteske Situation haben wir denn da? Da gibt es einen grünen Umweltsenator, der will ein Fahrverbot für Dieselfahrzeuge erlassen. Im selben Moment wird diese Stadt pro Jahr von 220 Kreuzfahrtschiffen mitten in der Innenstadt aufgesucht. Ein solches Kreuzfahrtschiff stößt 5 Tonnen Noxe am Tag aus, und das passiert unter einem grünen Umweltsenator Jens Kerstan. Abenteuerlich. Was machen wir? Wir gucken in die Zukunft. Das Sofortprogramm Saubere Luft ist von der Ministerin erwähnt worden. Wir unterstützen und fordern die Weiterentwicklung von Benzinern und Dieselantrieben.
es ist, der öffentliche Personennahverkehr leistungsfähig zu entwickeln. Und wir gucken auch auf alternative Antriebsarten. Meine Damen und Herren, ich will noch mal abschließend Folgendes zusammenfassen. Diejenigen, die über Fahrverbote diskutieren, die legen die Axt an die Schlüsselindustrie der deutschen und europäischen Wirtschaft, und zwar ausschließlich mit dem Ziel, die Automobilbranche deutlich zurückzustutzen, die sich derzeit in einer Vertrauens- und Glaubwürdigkeitskrise befindet. Es geht allerdings um 100.000 von Arbeitsplätzen. Diese bilden die Grundlage für Wohlstand und sozialen Ausgleich. Und meine Damen und Herren, das, kommen Sie bitte zum Schluss. Spricht dafür, dass Sie die Menschen bevormunden wollen und ihnen die Mobilität nehmen wollen. Das ist mit der Unionsfraktion nicht zu machen. Danke, Carsten Müller. Nächste Rednerin, Uli Nissen für die SPD-Fraktion.